Knoblauch war gestern. Wer was auf sich hält, ist Bärlauch. Daraus kann man auch Pesto machen oder Suppe oder man macht ihn in den Salat oder. Im Frühjahr hat er Saison und kann auch im Saarland gepflückt werden. In Gerlfangen pflegt man die Liebe zum Bärlauch auf ganz besondere Art. Zum einen mit den alljährlichen Bärlauchtagen und zum anderen mit einem ganz besonderen Fabelwesen. Herbert Mangold hat sie getroffen, die Bärlauchfee. Frischen Bärlauch zu ernten, das ist für Birgit Hoffmann immer wieder was Besonderes. Zwischen den Waldanemonen wächst an dieser Stelle das begehrte Zwiebelgewächs aus der Knoblauchfamilie. Es ist empfohlen, nicht alle Blätter wegzunehmen, damit die Pflanze nicht geschädigt wird. Immer nur ein Blatt abreißen, also abknipsen von der Pflanze und die Blüte am besten stehen lassen, damit sie sich weiter vermehren können. Beim Pflücken heißt es vorsichtig sein. Giftige Pflanzen wie das Maiglöckchen, die Herbstzeitlose oder wie hier der giftige Ahornstab können innerhalb eines Bärlauchfeldes wachsen. Der Bärlauch muss schnell verarbeitet werden, sonst verliert das gesundheitsfördernde Kraut seine ätherischen Öle, Schwefel oder Vitamin C. Doch Birgit Hoffmann weiß, wie man die Bärlauchsaison verlängern kann. Sie stellt ihr eigenes Öl her. Das Kräuterwissen hat sie von ihrer Urgroßmutter. Das war eine Apothekerhelferin-Tochter aus Karlsberg und die hat das Ganze mitgebracht. Das wurde dann durch die Familie vererbt. Ja. Der Bärlauch kommt in ein Einmachglas, es sollte fast voll sein. Dann übergießt man das bärenstarke Kraut mit Oliven- oder Sonnenblumenöl. Der Name Bärlauch kommt übrigens daher, dass man früher dachte, dass der Bär, der aus dem Winterschlaf erwachte, sich an dem Kraut laben würde. Und man halt damit ein bisschen vorsichtig sein musste, weil man Angst hatte, es waren noch Beeren drin. Da die ätherischen Inhaltsstoffe, Vitamine und Minerale schnell in das Öl übergehen, kann es sofort verwendet werden. Backen und Bärlauch, das ist eine Spezialität in Gerlfangen. Karin Zenner vom Marienhof zeigt der Fee, was sich Leckeres mit dem Kraut machen lässt. Das gesunde Kraut lässt sich in Brot oder auch in Bärlauchschnecken beimischen. Ja, das kommt ja in den Brotbackofen. Der ist auf 270 Grad vorgeheizt und es wird ja so eingerollt. Und der macht auch dann die Kruste gleich zu und dann gehen die Dämpfe auch in den Teig und das bleibt dann schon vom Geschmack her erhalten. Vor einigen Jahren hat der Förderverein Naturpark Dorf Gerlfangen das Knoblauchgewächs entdeckt und genutzt, um auf schmackhafte Weise wieder ein Bewusstsein für die Natur zu schaffen. Der Mensch heute ist nicht mehr so naturverbunden, vergisst all das, was um ihn herum passiert. Und um noch ein bisschen Bodenhaftigkeit reinzukriegen, braucht man unbedingt noch ein bisschen mehr die alten Sachen. Und so gibt es Senf, Käse, Wurst oder Brot mit Bärlauch. Dass es auch Bärlauchbier geben soll, ist aber nur ein Gerücht. Ja, bestimmt bald im Saarland.